Hey na, was geht? Willkommen zurück hier bei Planet Crafter. Fehler wurden gemacht, Freunde. Fehler sind zu machen da, sagen einige. Ich sage... Okay. Was auch immer du sagst, bruh. Okay, Freunde. Eine Sache, die ich kurz machen will, ist, ich will gucken, ob hier Baumrinde gewachsen ist. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Zumindest Baumrinde angezeigt, aber wir kriegen halt keine Baumrinde. Platziere einen Baumsamen. Okay. Was immer du sagst, Bro. Ich bin voll bei dir. Ich überlege, ob ich mich erinnern kann, ey, hier sind immer mehr Pflanzen jetzt, ob ich mich erinnern kann, wie ungefähr unser Weg war. Wir sind in die Osmium-Mine reingegangen. Und dann kitzelt am Ohr. Und dann shit. Das Eis ist weg. No way. Da lang sind wir. Glaube ich zumindest. Ja doch, das sieht gut aus. So, und dann gerade durch. Ich dachte, ich hätte den perfekten Krater gefunden, um meine Startrampe zu bauen, aber die Sicht ist grauenhaft. Von hier unten kann ich auf keinen Fall etwas schicken. Ich werde versuchen, eine weitere Basis höher am Kraterrand zu errichten. Irgendwo in der Nähe von... Minus... Alter. Minus 580, 85, 1520.
So. Ja, komm, fuck it. Wir nehmen erstmal alles mit. Das brauche ich nicht. Da lang geht's weiter. Aber was, ey, was ist hier in der Mitte? Okay, da habe ich natürlich jetzt direkt die Orientierung verloren. So, hier ist der Eingang, das heißt, wir müssen hier so lang. Orbitalinformation. So, und hier müsste es rausgehen. Scheiße, ich weiß nicht, wo wir langgeflogen sind hier. Ist es das? Halleluja! Niemals hätte ich mir vergeben, wenn wir Dünger Stufe 2 verloren hätten. Ich habe was vor. Na. Komm schon, Bro, gib mir jetzt einfach. Danke. Weil, pass auf, meine Theorie ist, das heißt Theorie, es ist, ja, es ist halt... Es ist nur eine Theorie. Das geht... Warum?
Meine Theorie ist, dass diese Kiste hier vielleicht verschwindet, sobald wir nochmal irgendwo sterben sollten. Deswegen sollten wir da jetzt wirklich auch nur die Sachen reinmachen, die uns gar nicht interessieren. Ich habe noch eine Sauerstoffkapsel. Alles ist gut, Freunde. Keine Panik. Wir haben die 600er. Wir haben die goldene Statue. Wir haben den Sauerstoffmultiplikator. Ich würde sagen, wir hauen ab. Wir müssen jetzt bloß gucken, wie wir irgendwo reinkommen. Und ich muss ehrlich sagen, die Stelle hier, die würde ich mir doch merken. Um hier... Also hier können wir doch... wirklich komplett easy peasy all unsere Energieteile hinstellen. Das stört ja hier absolut gar keinen. Apropos stören. Das ist hier alles nur ein kleines Dorf, Freunde. Wir müssen das einfach nur sehen als ein kleines Dorf. Hier ist irgendwo der Eingang. Oder auch nicht. Glaubt ihr, ich bin nicht mal ansatzweise da, wo ich eigentlich hin wollte? Wo zur Hölle sind wir? Wir sind hinterm Schiff. Blaue Kiste, da ist auch noch Schiff. Ah, hier sind die Teile, das heißt darüber. Und da haben wir unsere kleine Landekapsel. Das schaffen wir easy. Okay, aber habt ihr gesehen, da hinten war auch noch definitiv was, was wir uns angucken sollten. Das ist deutlich mehr Wasser geworden. Thank you.
Alright. Wir haben auch einen Gasextraktor. Jetzt müssen wir bloß rausfinden. Wie zur Hölle? Oder wo man den hinstellen soll. Oder ob das egal ist. Erinnert ihr euch noch dran, wie ich gesagt habe, das sieht aus, als ob das mal ein Strand war? Wahnsinn, Alter. Wirklich Wahnsinn. Handy, was machst du da hinten? Alright, aber ey, wir haben es nach Hause geschafft. Und wir haben einen Haufen Zeug mit. So, vielleicht ein Iridiumstab, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Einmal Osmium haben wir gefunden. Einmal Osmium haben wir gefunden. Ja, das war so eine Sicherung für so einen Booster. Düngerstufe 2 ist ja geil. Das ist ja interessant. Das können wir nicht mal herstellen, Freunde. Den goldenen Samen. Ja. Nicht wundern, warum die in der Luft schweben. Wir kümmern uns nicht darum. Alles ist cool. Bleiben Sie ruhig. Alles klar. Also, wir bringen noch den Schwefel etc. weg. Und ganz nebenbei, Freunde, werden wir jetzt mal in die Bauliste schauen, wie wir denn einen Gasextraktor bauen. Und ich hoffe, wir brauchen da jetzt nicht irgendeinen ausgefallenen Scheiß für. Ja, ist kein Problem. Ganz ruhig, alles ist cool, alles ist gut. Samenverteilerrakete. Ich hab gerade so heftig überlegt, ob ich einen Joke mache. Weißt du, ich wollte quasi sowas ähnliches wie halt einen Joke über meine Samenverteilerrakete. Dann habe ich mir gedacht, nee, da stehen wir drüber. So eine Jokes machen wir nicht. Okay, was habe ich vor? Zeolith holen. Wir wissen ja, wo Zeolith ist. Wissen wir, wo Zeolith ist? Ich
Also ungefähr weiß ich, wo Zeolith ist. Aber wenn mich jetzt einer fragt, wie kommt man da hin? Wir haben ja eine Karte. Wo sind wir? Irgendwo hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wir müssen bloß einen weiten Bogen um das andere Gebiet machen. Alles cool, Freunde. Ich habe alles unter Kontrolle. Das Gute ist, dass wir jetzt zu dem Magma-Teil gleich kommen. Ja, jetzt sind wir hier in der Wüste, wo quasi nichts ist. Aber dann haben wir eine zweite Chance, zu schauen, ob wir in das Wrack reinkommen. Und mir war nämlich so, als ich in die eine Folge von mir reingeschaut habe, da hinten ist Zeolith, da war mir so, als hätte ich gesehen, dass da ein Eingang war. Kann mich natürlich auch irren. Ich weiß. Das ist sehr weit hergeholt, dass ich mich irre. Ha? Aber es könnte ja sein. So, müsste nicht hier... Alles ist cool. Bin ich doof oder war das Wrack hier oben drauf? Bin nicht doof. Jo, ich hab recht. Wir hatten doch hier irgendwo einen Schutzbunker gebaut, oder? Das ist nicht dein Ernst. Ja, es ist gerade ein bisschen schwierig. Ich würde mir auch gern, unfassbar gern hier alles anschauen. Aber, das ist nicht der Weg, den wir beim letzten Mal genommen haben. Ich flieg wieder zurück.
Lecco mio, Drecco Schmecco. Das Geile ist, dass wir hier alles haben, ne? Wir haben ja sogar einen Wasserträger hier unten. Okay. Es wäre halt geil, wenn wir diese Markierung irgendwie, dass man das einstellen kann, dass die Markierung nur oben auf dem Radar zu sehen ist. Das fände ich halt richtig geil. Das ist jetzt ein bisschen... Also hier können wir auf jeden Fall wahrscheinlich Zeolith abbauen. Ich denke mal, darauf läuft es hinaus. Ja, eher als dass wir es hier finden können. Wir nehmen jetzt natürlich mit, was wir an Zeolith finden können. Auch wenn es vielleicht nicht viel ist. Bin ich doof? Spawnt es jetzt hinter mir? Inventar voll. Mir in der Seele weh, Alter. Okay, eine neue Mitteilung haben wir auch. Sieben Stück haben wir. Ein Stück haben wir. Handy meckert. Dank dir. Ja, ist okay. Osmium können wir natürlich nicht hier lassen vorne. Alright. Das haben wir. Jetzt müssen wir schauen, wie wir hier wegkommen. Ich weiß, hier drüben irgendwo war ja der Durchgang, wo wir... Ich habe keine Ahnung, wo wir hinkommen. Okay, wir können den Superlegionenstab bauen.
Okay, da kommen wir zu den Nadeln. Das ist interessant. Weil von den Nadeln hier hinten lang kommen wir direkt auf den See. Wow, Freunde. Was eine Reise, oder? Man muss so ein bisschen gucken, dass man sich tatsächlich orientiert, so wie man es auch im wahren Leben machen würde. Ist nicht immer einfach, weil es ein Videogame ist. Vor allem, ihr wisst ja auch, wie es ist. Umso älter man wird, umso mehr man arbeitet, etc. Man hat halt generell schon so viele Sachen im Kopf. Ja, mit denen man. Really? Ich glaube, wir haben irgendeinen sauer gemacht. Vor allen Dingen, warum ist denn das so blau? Was bist du? No! Das ist Osmium. Okay. Wir warten, bis das alles kaputt gegangen ist. Also ein Osmium-Schauer hatten wir ja auch noch nicht, ne? So, davon nicht beirren lassen. Wir haben jetzt Zeolith. Wir haben Uranstäbe. Wir haben echt viel Stuff, Alter. Und auch Osmium. Das heißt, wir können jetzt im Grunde genommen wieder anfangen. Neue Sachen zu bauen. Können ja jetzt auch so einen Superlegierungsstab endlich bauen. Wird wahrscheinlich einfach Superlegierung sein und dann. Davon 9 Stück. Alright, aber das ist noch alles Zukunftsmusik. Was soll ich machen? Ach ja. Freunde, was trinken können. Ey, da haben wir ja wieder einiges erlebt und es war ein paar Mal wieder sehr, sehr knapp. Aber wir haben all unser Zeug zurückgeholt und wir haben ein paar interessante Koordinaten. Ich habe es mir notiert. Ich bin gespannt, was wir da finden werden. Wir schauen uns das auf jeden Fall mal demnächst an. Ja, wie es hier weitergeht, siehst du in der nächsten Folge von Planet Crafter. Hinterlass mir auf jeden Fall gern einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Mach's gut, bye bye.